Oder uns jeder hier schon wie ein Wahnsinniger. Ich habe lange nicht mehr in deine Städtchen geguckt, wie es bei dir so aussieht. Deine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, dann langsam mal schön hier die Steinstraßen. Na, machen wir hier wie sie, venezianische Stock auf dem Boden. Wenn es weiter nichts ist, womit Kälte. Ich will. Ja. Da ist mir eingefallen, dass sie Zeit brauchen, die Gebäude auszubauen, habe ich auch gehört. Und sich bei mir beschweren, nur weil ich hier so ein kleines bisschen auch hier von meinem Moschee gemacht habe. Was? Da wusste ich noch gar nicht. Die Details bleiben besser unter uns. Okay. Ich habe so komische, warte mal, was ist das von meinem Stuhl? Oh, Details. Was macht die Diplomatie? Der Hasan ist immer noch schlecht gelaunt. Der hat immer noch Ihr Hass Volk an, sehnt sich nach eigenem Besitz. Und sie weinte bitterlich, denn sie bekam den Ritter nicht. Oh, Besuch. Ficken. Das ist Zeus. Zeus ist schon im Betrieb. Wo ist denn mein anderes Kriegsschiff, was ich noch rumstehen habe? Ich freue mich außerordentlich, euch zu sehen. Wie überraschend ist die Holzfäller, Leute. Damit hat keiner rechnen können. Mhm. Okay, Routenplanung. Ich brauche Ihr eine seid Route. Hier immer Text. Gern gesehen. Die Architektur fasziniert mich seit jeher. Den Bau eines gewaltigen Monuments zu leiten, wäre mein sehnlichster Herzenswunsch. Ach, deine Leute beschweren sich über fehlenden Besitz. Ja. Das sind gar nicht meine. Martin, ich hab kein Interface mehr. Kannst du bitte mal kurz gucken, wo man das Interface wegschaltet? Wie das Interface wegschaltet? Ich hab kein Interface mehr. Ich muss nur noch das Bild an. Hast du dein Hut weggeklickt? Scheinbar. Dann muss ich jetzt aber mal gucken. Zentrales Menü, Optionsmenü. Gibt's hier, ich hab's wieder. Bitte lasst uns bleiben. Es ist Können doch nirgendwo anders. Ihr öffnet uns die Stadttore. In Strafsfuck. Was war denn Bettler in Strafsfuck? Fuck. Ich hab Man sollte den Kaiser gesagt, über die Missstände in dieser Stadt unterrichten. Halt auf die Fresse. Boah, die MS-Werbefläche ist voll beladen mit Stein. Wo war ich eigentlich zuletzt stehen geblieben? Der Mob steht kurz davor, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Was? In Henneburg? Warum denn ein Mob? Wegen dem Besitztümern wollen die meine Stadt anzünden. Das wollte ich gerade regeln, als hier alles eskalierte. Was brauchst du denn an Besitz? Was sollen die dann haben? Die wollen die Bücher, die sollen sie doch kriegen. Ja, das ist jetzt aber auch echt kleinkariert. Also das ist nur echt in Arbeit. Also das kann ich bezeugen. Ich war dabei. Wie so deine Bücherverbrennung wegen Bücher? Das ist... Der Mob eskaliert und zündet alles an, verbrennt seine Bücher und dabei fehlen ihm Bücher. Das ist aber genau das, wo ich mich auch immer wieder aufregen könnte, immer wieder denken, Alter, wie blöd können Leute denn sein? Das ist in meiner ersten, wie heißt's, die Braved-Runde, bevor sie das Update gemacht haben, hatte ich genau das gleiche Problem. Die Leute wollten unbedingt, was weiß ich was, waren sofort unzufrieden, wenn sie nicht alles hatten. Und dann waren drei Leute obdachlos und haben sofort angefangen rumzuheulen. Und was haben sie gemacht? Haben die frisch gebauten Häuser abgefackelt. Leute, das bringt doch nichts. Wer macht's doch nur schlimmer? Was heißt denn Aufstand? Hier steht, sie werden ausziehen. Es ist für mich ein wesentlicher Unterschied, ob jemand einfach sein Zuhause verlässt oder ob er meine Stadt abfackelt. Alter, nee, die stehen wirklich. Die stehen wirklich mit Fackeln. Es wäre ratsam zu zahlen. Niemand widerspricht Hassan der Zeit. Ich stehe mit Fackeln und Mistgabeln vor meinem Turm. Oh, schön. Nein. Mistgabeln. Ich bin Ladokrips. Wo ist denn die Orca? Oh Gott, die hat es noch nicht mal eingesammelt, die Bücher. Kann ich irgendwie die Gewalt vielleicht mit Gegengewalt unterdrücken? Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man dir das nicht erklärt?
Oder hast du da auch wie so oft aber nicht genau zugehört? Da, wer ist eigentlich hier zuständig für Mandelanbau? Du. Ich hab das aber nicht. Ich kann hier gar Mandelplantagen machen. Hier, schaut! Schöne Straße! Gucke Straße Stein! Ganz tolle Straße! Ich hab jetzt einen Wachturm in die Kirche gesetzt. Wenn die einen Aufstand machen, knall ich sie ab. Ja, die sind vielleicht Kaiser, aber ich bin hier immer noch Papst, ja? Oder wie war das? Der Kunde ist König, aber er soll nicht vergessen, dass wir Kaiser sind. Du bist mein großes Vorbild. Weißt du das? Ja, weiß ich, danke. Schön! Ja, wette, kannst du das bitte mit dem Typen mit den Mistgabeln sagen? Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Zeus! Jetzt aber doch bitte nicht das mit der Büsche! Nee, es ist nicht das mit der Büsche, es ist das mit dem Salz. Ich helfe euch gerne aus. Ja, danke. Mir gefällt jeder Bums, ey. Martin. Ja? Brauchen Deeskalationsdruck von wilde Weibe. Ja, ja, wir werden die Kriegsmaschine antreiben mit Schwert und Speer und der eisernen Faust der Orks. Ihre Wasservorräte werden knapp. Ja, aber ohne Wasser. Der steht jetzt da nicht mit auf meiner Handelsroute und macht Modern Parking oder was? Modern. Ja, geil. Kleines Kriegsschiff vom Jorgensen legt sich mit dem an. Völlig in Ordnung für mich. Wo ist die Orke mit den Büchern? Die Situation spitzt sich. Den geht doch Brot und Bier aus. Danach ist alles fertig. Ihr Volk sehnt sich nach eigenem Besitz. Ich weiß es doch, Herbert. Ihr habt doch Rindfleisch. Esst doch erstmal das, bevor ihr wisst einiges über die Baukunst des Orients. Ja, mein Lieber, ich hab's von dir gelernt. Das willst du doch hören, oder? Was? Alter, wie groß wie sie hat mir wieder gesagt, ich weiß einiges über die orientalische Baukunst. Es ist eine Laberbacke. Jawohl, Richard. Nur zu. Gebt ein Schiff in Auftrag. Warum sammelt der mich jetzt zu? Baust du eine Werft? Ich überlege gerade, einen Backstreet noch wieder in die Küche zu setzen. Ich baue keine Werft, ich habe Werft gebaut. Ja, mal, sie hat eine Werft gebaut. Ich mach das jetzt so: Ich reiß das, das und das ab, das ziehe ich runter da. Und mit dem Gebäude zeige ich denen, dass ich nicht mehr distribuiere. Setzt euch und erzählt, was euch zu mir führt. Der Rat der Zehn Dank. Das, da ihr seid äußerst. Halt die Schnauze. So. Will jetzt noch jemand diskutieren? Hä? Hä? Ich will. Das war ganz allein meine Idee. Das ist ein Bergfried. Ich kann jetzt Herrenlager aufheben. Wenn irgendwer noch die Scheiße liegt, dann ist der Scheißstadt irgendein Scheiß. Es ist mir wie immer eine Ehre. Hau ich mal auf die Schnauze. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Also hier. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Was? Ihre Zartenburg, wie immer. Also hier ist Familie, steht seit Generationen in den Diensten der sarazenischen Herrscher. Ich hab den gerade angefordert, weil ich Langeweile hab. Ich krieg 4000 Gold und 180 Euro, wenn ich die Nutte in meiner Stadt finden. Such sie. Das ist die, die gerade deinen pöbelnden Mob anführt. Fick dich! Suchst du selber! Wollte ich ja! Mach das! Ich hab keine Zeit, ich muss beim Pöbel den Mob niederknüppeln! Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Suchte Person finden sie im Schatzkammer des Kontors. Warum soll die sich denn in der Schatzkammer verstecken? Wer hat die Tänzer in den Schatz. Oh, ich verstehe. Oh, ein listiges Luder. Wie sollen wir die denn finden? Sie haben die gesuchte Person gefunden. Schön, 2 Sekunden vor der Lösung. Wie sollen wir die denn finden? Ich habe einfach wahllos irgendeine Frau bei dir in der Stadt angeklickt und plötzlich war sie das. Die einzige Halbnackte, wa?
Eine Produktion kommt zum Erliegen. Geilerei. Geil. Was? Das ist eine Seilerei für Hochbegabte. Geilerei. Toll, was du alles unter deinem großen Konto hast. Massive Geschosse, Zollwarebücher, einen passablen Schiffszimmermann, eine Bauchtänzerin. Ey, nee, Nute. Mit Verlaub, Monsieur, Sie können diese Prostituierte nicht als Nute bezeichnen. Ich bin Tänzerin! Der gibt Gold und Stein aus. Kann er nur. Wer? Wie er wagen es kann. Wer denn? Ah, du. Ich? Und immer noch dieses wunderschöne Blumenbeet vor dem Konto. Ah, das habe ich noch gepflanzt. Ich hab's gelassen. In Memoriam. Wer ist denn die Memoriam? Warum hat die so einen blöden Namen? So, die Schwertrobbe wird das mal übernehmen. Hätte ich auch ruhig mal ein Kompliment aussprechen können für die wunderschöne Befestigung unserer Stadt. Ja, es ist schön. Danke, kam jetzt sehr ehrlich noch. So, die Schwertrobbe ist mit einer rassigen Frau beladen. Oh, Entschuldigung. Okay. Falsches Schiff. Was hast du gemacht? Ich wollte wieder abdampfen, hab gerade dein Zeus beim Handeln gestört. Tut mir leid, ich hab ihn wieder zurückgeschickt. Nicht der Zeus, Manni, du weißt doch, wie meine Leute gerade drauf sind. Du sprichst da nix. Zeus liefert Salz für die Steaks. Ah, ich weiß, tut mir leid. Ich brauch die Steaks. Ich hab mich verklickt. Ich mach das alles nur, um Berater des Großviziers zu werden. Ja, aber ja, doch selber keine Ahnung von nix. Ich der Gute. Oh, ich weiß bald gar nicht mehr, was ich hier noch machen soll. Oh, die Leute sind also komisch drauf hier. Rauchen sie auch. Kommt denn hier gerade schon wieder gefahren? Ach, die Dirtbagge. Ich kann nur auf meinem neuen Inselchen gucken. Gubbel, Gubbel verlädt gerade die weite Reise. Guckt nur, Blade. Irgendwas wollte ich hier hinne bauen. Ich hab's dann einfach vergessen, was es war. Ach so, ich weiß immer noch nicht, wie das mit dem Mantel funktioniert. Ah. Ja, Alter, leg mich doch am Arsch. Das hätte ich gern im Mandelplantage. Plantage. Plantur 39. Ein fairer Handel. Plantage 39. Das Wundermittel. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Danke, Shukran. Ihr habt dem Sultanat einen großen Dienst erwiesen. Ohne dachte ich, Ruhm kriegt mir auch eine billige Schlampe abzuliefern. Ah, nice. Dacht doch sowas nicht. Läuft bei uns. Wie sind sie an ihr Vermögen gekommen? Bitches vercheckt. Aber sie sind doch Fürst. Teilzeit. Ich helfe euch gerne aus. Es freut mich doch. Ich könnte Luftsprünge machen. Das freut mich auch. Eine gerechte Tat. Ich bin stolz auf euch. Jetzt halt dein Maul. Könnte gar nichts. Nicht fortgesetzt. Sie steht immer noch da und parkt die Zeug. Die Route ist immer noch pausiert. Jetzt habe ich sie wieder gestartet.
Danke für gar nichts, Martin. Ich hab nicht gesagt, ich hab fortgesetzt. Ich hab nur wieder zurückgeschickt. Ich wusste ja nicht, dass er dann seine Arbeit aufhört. Hat er aber. Kümmer du dich mal um deinen fehlenden Besitz. Würde ich ja, aber du hast ihn ja weggeschickt. Deswegen fehlt er jetzt erst recht. Ich hab nichts. Da wäre es eine gute Idee, das wegzuschicken. Was? Genau. So. Immer noch Milchüberschuss, Teppichüberschuss, Mosaiküberschuss. Es gibt nur einen guten Weg, um Geld zu machen. Wir produzieren jetzt Kriegsmaschinen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich habe 2 Kriegsmaschinenwerkstätten gebaut. Schön. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ah, das ist eine wieder. Ich bin auch immer noch dafür, dass wir. Ne? Hier. Den blöden Sack auf selbigen gehen. Ja, aber der hat eine ziemlich dicke Festung. Das Einzige, was wir machen könnten, ist ihn von See aus belagern dann. Mein Hafen mag deswegen auf euch hier ungeschützt alles wirken, aus, wenn wir bald doch im Notfall haben, steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Wir brauchen, und da habe ich nur meine Gruppe überschlagen, 950. Da kann ich ein großes Kriegsschiff bauen. Und dann davon sagen wir 1000. Und ja, dann gibt's auch die Schnauze. Regelrecht. Ja, in der Regel echt. Boah, echt jetzt, ey, voll krass, und zack, zack, bum, bum, beach, slap. Nein, aber biatsch. Schlupp. Boah, voll der krasse Teil habe ich gerade gebaut. Wie redest du von deinem Penis, ey? Ey, ich habe gebaut große, voll die Wassergedöns. Ey, redest du jetzt von deinem Penis? Er ist auch große Wassergedöns. Große Wassergedöns und... Oh, jetzt fällt mir ein, ich wollte vor einer Stunde ein Armhaus bauen in der Einsiedlung. Ja, ich hatte die ganzen Penner dahin geschickt, aber mich dann nicht mehr darum kümmern. Deswegen ist Papp der viel über den angelegt. Orient gelernt. Ja, ich hab's schon wieder getan, ich hab wieder das Ding angeklickt. Er hat sein Ding angeklickt. Ich wollte mir... um 10 was zu trinken holen. Ach, ist ja erst 1:15. Ach du Scheiße. Ja, das war jetzt auch mein spontaner Gedanke. Manchmal kann das Spiel suchen. Nö, nö. Ich weiß jetzt nicht, was du da meinst. Bastelmaterial ist. Habe ich jetzt hier doch den Kaffee angepflanzt? Wo ich hier in dem Dings überhaupt keinen Platz mehr habe. Oder wie sieht das aus? Ein gutes Geschäft ist okay. Mir willkommene Abwechslung. Scheiße, ich kann hier gar kein Kaffee mehr ausdingsen, weil ich in meinem orientalischen Konto ja irgendwie alle Plätze schon belegt habe, oder wie? Scheiße. Du kannst pro Insel nur ein Saatgut ausgeben. Ja, aber ich kann doch Kaffee hier sowieso pflanzen. Das ja, dann kannst du es pflanzen. Das war doch das Gewürz, was wir hier zusätzlich eigentlich gedingst hatten. Ehrlich? Ohne Scheiß jetzt. Was? Ey, ihr grenzdebilen, popeligen Flachwichser. Ich baue ein Armenhaus, weil ich so ein netter Typ bin. Jetzt habe ich erzürnte Penner da drin, weil ihr Glaubenswunsch nicht erfüllt ist. What the fuck? Hashtag Flüchtlingskrise. Na ja, und so. Doch, die bauen den Kaffee auch so an. Gut. What shall we do with the coffee? Anbau, what shall we do with the coffee? Ich kenne mal gleich, was das bedeutet. Ah ja, jetzt aber. Zack. So, es gibt jetzt Kaffee. Pack mit dem seinen scheiß Flüchtlingsheim ab. Hat sich bewährt. So, jetzt geben wir was zu trinken und ich bin sauer. Er ist sauer.
Wow, wow, ist sauer. Wie konnten sie es nur so weit kommen lassen? Jetzt ist er sauer. Oh, ist sauer. Und jetzt kriegen sie alle mächtig stark aufs Maul. Ja, das sind sie selber schuld. Das haben sie selbst verkackt. Und wenn er sie haut, ist er dabei nackt. Lalalala. Okay. Bin sauer. Egal ob verschwitzt oder friert. Sauer ist, was in deinem Kopf passiert. Das hatte ich auch im Kopf, ja. Ich dachte mir, das wäre jetzt zu... Sauer? Egal, ich weiß nicht was. Was? Du lila Lidl. Ein fairer Handel. Erfahrener Eseltreiber. Nice, geht's um mich? Oder um Erdogan? Ah ne, es waren Ziegentreiber. Oh. Interessante Auswahl. Das ist der Mann, und der wird morgen verbannt. So. Die Heimatstadt ist voll mit Hamm. Die liefert vom Puff dir dieses Schiff. Ich mag ja so kleine Spielereien. Nichts für die Ewigkeit. Ach, wie der Kaffee wächst hier. Kommst du schon auf die Suche? Martin ist besoffen und voll frei. Brauchen deine Adligen eigentlich Kaffee oder ist denen das egal? Noch nicht, aber ich glaube, es kommt noch was dazu. Die gucken mir schon so seriös an. Das ist wahre Nächstenliebe. Das ist wahre Nächstenliebe. Alter, ihr erklärt mir wieder, was Gott gefälliger wäre, als sich gegenseitig zu unterstützen. Und kauft Pumpguns. Tja. Die Olle ist geil drauf, ganz ehrlich. Wieso fehlt der Papiermühle? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr der her. Der Papiermühle fehlt Holz. Ich habe 160 Holz. Was ist denn mit der Ziegenform, wo die ist da? Ja, da holt schon wieder keiner die Milch ab, dir Sacknasen. Können wir hier vielleicht einen automatischen Verkauf? Einfach mal. Schon mal starten. There's no coffee. Salam aleikum. Ah, wir haben schon fast 20 Tonnen Kriegsmaschinen eingelagert. I'm so happy because I have war machines. Da-ba-da-ba-ba-di-do. Gimme the Lager, gimme the Lager, show me what I have to buy. Alles Nein. On was, alles on was, ei. Wer die Macht hat, hat auch Feinde. Denkt daran und handelt danach. Gut, ich handel danach, nicht vorher, ich warte auf später. Ich handel auch immer danach, nach der Devise. Ey, das läuft ja bei mir einfach dermaßen gut, ich weiß halt auch nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Ich kann jetzt wieder anfangen, hier Häuschen zu bauen und dann bauen die das auch gleich wieder aus und dann wollen die auch gerade wieder alles mehr und dann sind sie wieder am Rumheulen und... Oh, so läuft das Spiel. So läuft das. Ja, scheint mir auch so. Dann wollen wir hier mal gleich wieder ein paar Nuttenbreller ins Dorf lassen. Martin. Das sind nur Nuttenbrelle hier. Ich helfe euch gerne aus. Ja, du bist auch so einer. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Du alter Nuttenbrille. Das ist der Herr Schlüpfix. Der Herr Schlüpfix ist in unserem Club wohlbekannt. So. Jetzt haben wir wieder ein paar Nomaden. Mädchen. Die Sache bei uns immer dem Herr Schlüpfix entschlüpft nix, ne? Ah, Tricky! Und der Tricky nicht! Ja, erfahren Sie in der nächsten Folge. Oh. Wen ich so trick oder nicht.
Bei der Gelegenheit, finde ich, ist setzt euch und erzählt, was euch zu mir führt. Ist es an der Zeit? Oder nicht? Nein, ist es nicht. Ach, ist es nicht. Na gut. Wenn es nicht ist, dann... Wenn nicht ist, dann ist es nicht, ne? Ich hätte nie gedacht, dass du dich an mich erinnerst. Das macht ja eigentlich keinen Sinn mehr. Und das auch nicht. Das ist so... Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Ich würde ihn so gern ärgern, weil er einfach doof ist, aber wir haben es halt echt nicht nötig. Wie es scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. Ich kann jetzt Kanonen bauen, rammeldammeldamm. Ihm dann das Leben versauen, rammeldammeldamm. Trage ich mein Gedicht natürlich gern vor. Hast du dich gerade bei dem eingespeichert? Ich hatte Langeweile. Ich habe nichts zu tun. Ein bisschen Ruhm sammeln, das war auch cool. War jetzt ein scheiß Ernst, ja? Oh, wir können ja noch mehr. Oh, ein Verbindungstrakt, große Halle und ein Nebentrakt. Ja, geil. Ich möchte dich gnädigst in deine Dienste treten. Ich brauch das Geld. Nein. Das war dann wohl ein Missverständnis. Der ist so süß irgendwie. Ja. Was war das gerade mit 25.000? Mehr Adlige? Ha, bitte. Bei euch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Der Moschthof. Oh nein, Alter, jetzt wollen die Pelzmäntel. Ich kack weg. Wo soll ich denn jetzt Pelze herkriegen? Ah, von Bärenhöhlen. Ja, man bedürfte nach Getränken, ist irgendwie besser gestellt. Teppich ist ja immer noch so ein bisschen ein Problem, aber... Die Brunnen einer Noria leeren sich. Oh, in Moria gibt's kein Wasser mehr. Und ich hol mir das Pelz vom toten Bär. Na. Ja, aber die kommen doch zum Erliegen, weil es voll ist, oder? Ja, so. Und dann kritisiere ich das mal grundsätzlich erstmal nicht. Ich würde die Weidereise mal auf die Weidereise. Gut, also hier ist schon mal kein Bär. Ihr habt hier das Sagen. Nun Bär, sorgt dafür, Bär, dass es so bleibt. Was will der Typ eigentlich immer? Da wäre zwei Bär. Ach, Bär, guck Bär mal. Ach, meinst du, ich kann mir jetzt mal ein Fresko bauen? Geld 50 Gold. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Also ich brauche jetzt jeden Cent. Ja, ist klar. Was ist das? Ich hab da ein paar kleine Pläne. Der glaubt mir nicht. Irgendwas will ich hier noch anbauen, aber was ist die Frage? Das macht da jetzt eigentlich keinen Sinn. Kein Sinn macht, was speichert. Und das ist das Spiel. Ach ja. Mach mir jetzt einen Tee. Das ist eine gute Zeit, sich nochmal einen Tee zu machen. Weißt du, wenn er jetzt eh mit Speichern beschäftigt ist und so. Verstehst du? Macht er sich einen Tee? Dann macht er sich einen Tee. Ich bin völlig fertig. Ein Tee macht er sich. Außen nichts. Spiel gespeichert. Und jeder hat bekommen, was er wollte.
Diese Speicherstadt wäre der Mittelpunkt eures Hafens. Wünscht ihr, die Bauarbeiten sofort einzuleiten? Ausgezeichnet! Ihr werdet wieder von mir hören. Und was macht der Pöbel? Ich hab dir gerade 2 Norias repariert. Ach, danke. Die waren leer geputzt. Ja, die ist das ja. Ich bin froh, dass du so lange weg warst und deswegen unser finanzielles Defizit nicht mitgekriegt hast. Ach, wir haben doch kein Defizit. Naja, wir haben. Vielleicht habe ich doch 25.000 ausgegeben. Für eine schöne große Mauer ist doch hübsch. Nein, die Mauer wird billig. Ich habe eine kleine Baustelle wenn du in der großen Stadt bist, die Seite, wo noch keine Mauer hat, dann siehst du da eine kleine Baustelle. Am Südhafen? Ja, aber nicht an dem kleinen eigentlich, sondern links. Die Arbeiter kommen gut voran. Speicherstadt, schön. Ja. Ach, schön. Ich habe mir gedacht, so eine Stadt von Welt, ich weiß. Die ganze. Und ich bin eigentlich drauf gekommen, weil wir hier in dem Spiel so oft gespeichert hätten. Ja. Und wir haben hier eine Stadt. Hab ich gedacht, was passt besser? Man kann ja auch was sinnlos Geld ausgeben. Behaltet ihn gut im Auge, euren Ratssitz. Damit nicht ein anderer drauf bleibt. Der direkt eskaliert. Ja, am Arschkabatt hat mittlerweile große wirtschaftliche Bedeutung. Womit ich behilflich sein kann? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, weil wieder keiner die Waren abholt. Irgendwas würde ich. Selbst wenn ich den Ratssitz übernommen hätte, würde er schön rhythmiker rollen. Würde ich mitspielen, deswegen macht es für mich überhaupt keinen ehrenmäßigen Unterschied. So, weite Reise. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Was? Komm her. Der Stubi 4? Ja, flieh, Stubi, flieh. Du musst den Hafen doch befestigen. Ich hab doch das Material nicht. Jetzt haut er wieder ab. Sache, den müssen wir mal dringend auf den Sack gehen hier. Wenn der Herr Nerfberry mir sagt, hier läuft's, dann läuft's. Zack, jetzt greift er. Das Schiff wird von Korsaren überfallen. Ja, jetzt greift er meine weite Reise an. Das ist so cool. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ja, greif mal schön. Da stinkt's ein bisschen, aber greif du mal. Kann ich hierbei auf euch zählen? Oh, ein Escort? Ja, das machen wir auch gerne. Das wieder was zu tun. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Flankiert ihn! Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Wen habe ich denn jetzt nach vorne geschickt? Die Schwertraube.
Oh, aber der Säbelwalross ist doch stabile. Soll ich deine beiden Schiffe mit meinem unterstützen? Bei der Eskortierung? Ich kann mal meine Schwertraube abziehen. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? So, gerade mal den Korsaken hier versenken. Allah segne euch für eure Zuhaltung. Alaikum assalam. So. Das ist wie in Österreich. Grüß dich, nein, grüß dich. Grüß Gott, oh, so weit wollt's doch jetzt gar nicht. Ein einfaches Hallo hätte gereicht. Scheiße. Ist mir das Tor verrutscht. Ja, soll ich meine mein Schiebchen dazu schicken? Oder willst du das mit deinen zwei machen? Martin. Hallo. What? Was? Soll ich meine Werbefläche dazu schicken? Eskortierung? Ja, das kommt eigentlich, glaube ich, ganz gut. Schicke ich die dazu. So. Alter, bei mir protestieren gerade schon wieder alle. Wegen keine Bücher. Ich habe 7 Tonnen Bücher auf Lager. Ein gutes Geschäft. Ja, ja. Geht jetzt nicht anders. Der Sultan macht euch diese Baupläne zum Geschenk. Der Sultan schenkt mir schon wieder angeblich Baupläne. Weiß doch nicht, was er erzählt. War doch geplant. Sag, wenn du die Eskortierung beginnst, einfach Bescheid. Ja, ja, mal gucken, ob jetzt meine Schiffe wieder, die sind repaired. Ich ziehe los zum Kollegen. War das denn da? Ach, ist ja nur ein Schiff, was mir hier eskortieren musste. Süß. Ich mach mich on the way. So. Ja, ich hab da so ein ganz armes Dildo, du. Dem geht's überhaupt nicht gut hier. Der ist ganz einsam. Lange nicht mehr, ist nur drin gesteckt. Am Sau. So, 14 Holz und 11. Das Holz haben wir. Das Mosaik haben wir. Weite Reise. Auch keine Scheiße. 47 Tonnen Pelze haben wir schon. Dann könnten wir anfangen, daraus durch eine Reihe etwas zu verarbeiten. Ich helfe euch gerne aus. Kauf nur mal Milch, du Knilch. Lassen Sie mich nur die Arme greifen. Sie kitzeln! Dies Schiff hat noch jede Warenlieferung wohlbehalten an ihr Ziel gebracht. Martin? Ja? Weißt du, wieso die Leute bei mir Amok laufen? Nee. Was Weil fehlt? Weil ich zu wenig Farbe für meine Bücher habe. Oh. Salam alaikum. Es ist wie immer eine Ehre. Letzte sogenannte Riesen, weil eigentlich Druff hier. Ihr schickt dir schon massenweise Indigo von 2 Inseln, schicke ich dir Indigo. Und? Das reicht mir denn nicht. Reicht nicht. Kümmere ich mich gleich drum, ich bin jetzt beim der Escort angekommen. Hallo, ach. Ach scheiße, was hab ich jetzt schon angestellt? Ach Gott, jetzt muss ich Traube ablassen und passen, wer es eigentlich kommen. Ich kann Zypresse bauen, aber für was denn Zypresse? Ich will Kanone für auf die Fräse. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Was? So was machen die noch? Die sind ja Vogelwild, du.
Ja, ich bin total crazy. Wir haben von eurer Großherzigkeit gehört. So steht's also um eure nächsten Liebe. So, ich habe es mal weggeschickt. Ich bin euch wirklich zu Dank verpflichtet. LOL! Gut. Aber passt auf, dass sich diese Bettler nicht zusammenrotten und euch überfallen. Ja, 25.000 für Adlige. Hey, nice hier. Ja, hab ich gerade übrig. Wollen die doch versuchen, die Stadt zu überfallen? Pöbel und Mob bis jetzt hier wohnt, ne? Erfüllt alle unsere Bedürfnisse. Sonst wird das hier nie eine Metropole von Welt. Einer von beiden gewinnt. Ihr Volk sehnt sich nach eigenem Besitz. Ich weiß es doch, aber der Martin liefert ja nicht. Ich bin doch schon im Nachproduzieren. Am Nachproduzieren. Du musst doch vorproduzieren. Sagt schon mal direkt wieder zwei Indigo-Farmen gebaut. Und zack und zack. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Ja, ja, klar. Ich bin der Meister des, Muss ich auch noch Indigo Meister der dummen Sachen. So, wann geht's los? Ah, wir haben noch Zeit. Ah, was macht denn mein... Gut, Indigo. Aus Merwan. Zack. Die Lieferung erhöht. Indigo wird produced. Holen wir jetzt Schokolade aus dem Kühlschrank. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Oh, wer liegt denn da? Und wem vor allem? Und hoffentlich nicht dem Hass. Das wäre ja ekelhaft. Komm, hol alles raus, was da ist. Komm, hol's halt raus. Hol's raus und schmeiß es fort. Ach je, da bist du hier. Hab ich jetzt wenigstens Pelz. Bitte. Auf der bitte. Zunge vielleicht. Ich brauche ihn. Pelze braucht er, oh Gott, ist so verzweifelt, dass er jetzt Pelze anstellt, um zu arbeiten. Pelze, die Besitzansprüche befriedigen, Martin, ich würd's tun.